Lieben, es geht weiter. Unser nächster Referent ist ein vielbeschäftigter Mann, der offensichtlich weiß, wie man Menschen zusammenbringt. Und er ist immer den Themen und Ideen auf der Spur, die die Welt ganz sicher nachhaltig verändern werden. Er ist Initiator und Namensgeber dieser einmaligen Veranstaltung der Volition. Und natürlich kennt ihr ihn auch alle von seinem YouTube-Kanal Blog M, auf dem er seine Gespräche mit höchst interessanten Menschen über die unterschiedlichsten Themen mit der Öffentlichkeit teilt. Und mit seinem international gemeinnützigen Verein Willenskraft 1.4 setzt er sich dafür ein, ein selbstbestimmtes Leben zu fördern, sowohl für die Gemeinschaft als auch für jeden Einzelnen. Und selbstverständlich musste für dieses umfangreiche Wirken und diese vielen kraftvollen Ideen auch ein Zuhause gefunden werden. Und so wird noch in diesem Jahr das W14 Vereinszentrum errichtet. Und vielleicht erzählt er uns zu diesem Meilenstein gleich auch noch ein bisschen mehr, vielleicht sogar im Zusammenhang mit seinem Vortragsthema Synchronizität. Ja, jetzt wird's magisch mit Michael. Immer wieder eine Ehre. Fühlt sich an wie Seife hier oben. Boah. Okay, gleich nochmal was. Wir haben ein Smartphone gefunden mit einem Yin-Yang-Emblem. Ich kann eins brauchen. Gut, gibst du es mal Uwe, dann geben wir es da runter, dass es da sicher ist. Okay. So, einen wunderschönen guten Abend. Ist das zu laut? Oder geht? Geht. Bisschen leiser. Ja, ich habe schon gesagt, es ist immer wieder eine besondere Ehre, vor euch zu stehen und über ein Thema zu referieren. Und für mich ist das immer wieder eine besondere Herausforderung. Man möchte einfach ja Dinge ansprechen, die sonst nicht angesprochen werden. Und ich habe mir für heute Abend etwas rausgesucht, das lässt sich eigentlich nicht erklären oder referieren, ja. Es ist schlichtweg unmöglich, aber ich habe gesagt, was unmöglich ist, könnte man ja mal versuchen. Und wir werden jetzt diesen Vortrag in der nächsten Stunde begleiten mit einem Gast. Und dieser Gast ist gelb. Ich habe in der vorletzten Pause ein paar Zettel hier ausgelegt und diese Zettel, da wurde dir gebeten, eine Zahl und ein Wort draufzuschreiben, was euch etwas bedeutet. Ich habe diese Zettel jetzt hier hinten, die liegen da und sie sind ausgebreitet wie so ein Kartenspiel. Und ich ziehe jetzt einfach zwei davon raus, werde sie zusammenrollen und werde sie in diesen Luftballon hineintun. Eins. Zwei. Und diesen Luftballon den lassen wir durch die Menge hüpfen während des Vortrags. Einverstanden? Kriegen wir das hin? Okay, einfach hüpfen lassen, okay? Darf er. Wenn er auf dem Boden liegt, wieder hochholen, weiter hüpfen lassen. Lasst ihn da hinspringen, wo ihr Lust habt, wo er hin soll. Wir fangen hier vorne an. Er sollte nur heil bleiben bis zum Schluss. Okay. Das Thema lautet Synchronizität. Ich bin auf diesen Begriff gestoßen aufgrund von Vorkommnissen.
Und diese Vorkommnisse begleiten mich seit circa 7, 8 Jahren. Wir sollten uns erstmal anschauen, was dieses Wort bedeutet, damit wir uns eine Vorstellung davon machen können, was das ist. Und ich möchte Rasmus recht herzlich danken für seinen Einstieg heute Morgen, der mir gesagt hat, dass es Synchronizitäten nicht gibt im Universum. Ich hoffe, ich kann ihn widerlegen. Okay, Synchronizität. Es handelt sich bei der Synchronizität um ein inneres Ereignis. Eine lebhafte, aufrührende Idee, einen Traum, eine Vision oder Emotion und ein äußeres physisches Ereignis, welches eine körperlich manifestierte Spiegelung des inneren seelischen Zustandes bzw. dessen Entsprechung darstellt. Um das Doppelereignis tatsächlich als Synchronizität definieren zu können, ist es unerlässlich, dass das Innere chronologisch vor oder aber genau gleichzeitig mit dem äußeren Ereignis geschehen ist. Andernfalls könnte man ja annehmen, dass das innere Phänomen auf das Äußerliche wahrgenommen wird. Und dann heißt, es ist ja gerade passiert und deswegen hast du es gesehen. Es ist also andersrum. Ja? Es ergibt sich quasi aus der Wahrnehmung. Derjenige, der dieses Wort geprägt hat, das ist Carl Gustav Jung. Und zwar im Jahr 1930, da gibt es eine schöne Anekdote dazu mit einem Käfer. Er hat eine Patientin behandelt und die hat ihm von einem Traum erzählt, in dem es um einen Skarabäus ging. Und aus irgendeinem Grund klopft es an der Scheibe und da ist ein ganz, ganz großer Käfer, der rein wollte. Und ich weiß nicht, kennt ihr diese Rosenkäfer, die so metallisch leuchten? Kennt ihr die? Die gehören zur Familie der Skarabäen. Und so ein Käfer ist in dem Moment in diese Praxis hineingeflogen. Und das ist etwas, was sich als Synchronizität dann dargestellt hat. Er hat dann ein Forschungsgebiet eröffnet. Er hat angefangen, das Thema auszuarbeiten, zu beweisen. Da wurden ganze Horden an Tabellen erschaffen, um etwas festzulegen, was in irgendeiner Form beweist, dass es Synchronizitäten gibt. Ja? Man hat zum Beispiel astrologische Horoskope untersucht, um zu ermitteln, welche Sternenkonstellationen bei Paaren zum Beispiel in Gleichmäßigkeiten auftreten, ob da eine Synchronizität ist. Und. Mehrere Ansätze zur Erklärung der Synchronizität wurden bekannt und auch veröffentlicht. Also wer sich dafür interessiert, der wird auch fündig. Ja? Man findet was dazu. Es gibt aber kein empirisches, bewiesenes Ergebnis. Insofern hat der Rasmus tatsächlich recht. Es gibt kein bewiesenes Ergebnis. Synchronizität ist etwas, was ausschließlich nur mit Wahrnehmung zu tun hat. Und Wahrnehmung ist etwas, das kannst du nicht messen. Wahrnehmung ist etwas, das hat immer etwas mit eurer Individualität, mit eurer Einzigartigkeit zu tun. Wenn ich hier ein Wort benutze, dann wird es in euch etwas auslösen und in jemand anderem etwas anderes auslösen. Wahrnehmung bedeutet, ich nehme wahr. Ich nehme es für wahr, aber das Ich ist dabei. Wenn man Synchronizität anschaut, dann kommt man an den Weltbildern nicht vorbei. Weil die Weltbilder sind ja im Prinzip dargestellt oder sind etwas, was die Welt an sich darstellt. Und es ist gerade in der Numerologie sehr spannend, wie die Welt dort eingeordnet ist. Dort gibt es 4 Weltbilder. Und diese 4 Weltbilder, die lassen sich erkennen. Und wir schauen uns jetzt mal das erste Weltbild an. Was ist das erste Weltbild? Das erste Weltbild ist die Materie. Und zwar jede Form davon. Alles, was ihr anfassen könnt, alles, was ihr sehen könnt, der Raum, das Haus, die Straßen, die Autos, die Autobahn, die du nachts auch hörst. Die Auskristallisation nennt sich das. Auskristallisation bedeutet, da steckt das Kristallieren drin und das Kristallieren ist etwas, was etwas in eine Materieform bringt. Man könnte fast sagen, dass alles da draußen in irgendeiner Form auskristallisiert ist. Alles, was Materie ist. Manifestation gehört dazu. Das, was ein Mensch zum Beispiel erschafft, ist auch eine Auskristallisation und hat was mit dem ersten Weltbild zu tun. Wir haben heute ganz viel bei der Viktoria über die 4 gehört, die etwas mit Materie zu tun hat. Wenn Menschen tatsächlich etwas erschaffen, ist spannend, wie der springt. Und wenn wir uns das erste Weltbild mal anschauen würden und würden uns selbst darin betrachten, wir selbst sind auch Materie, dann könnten wir das, was dort abläuft, darstellen. Und ich möchte das zeigen in einer ganz einfachen Form. Und schaut euch das einfach mal an.
Das ist etwas, das haben wir selber hergestellt, um euch einfach zu verdeutlichen, was wir gerade meinen. Wenn ich hier die Weltkarte als Hintergrund nehmen würde, oder einen Umriss von Österreich, oder einen Umriss von diesem Raum hier, und jede einzelne Linie davon wäre im Prinzip das Bewegungsprofil eines einzigen Menschen, dann kann man daraus ableiten, dass das, was ihr hier seht, nichts anderes ist als das Chaos, in dem wir uns tagtäglich befinden. Wenn wir das anschauen, dann werden wir etwas bemerken. Hier ist keine Ordnung. Hier ist Chaos. Hier gibt es keine Planung. Hier gibt es kein System. Hier gibt es nichts. Wie ist euer Leben abgelaufen? Wenn wir die letzten 10 Jahre auf ein Blatt Papier malen würden und würden eine Landkarte drunter legen als Sinnbild für die Materiewelt, in der wir uns befinden, dann würde genau das rauskommen. Ihr wart mal dort, ihr wart mal da, ihr wart mal hier, ihr wart mal da und heute seid ihr hier. Und irgendwie ist dieser Weg darstellbar. Das nennt sich dann Bewegungsprofil. Und wenn man das mit ganz vielen Menschen macht, ich lasse es nochmal laufen, dann kommt das raus. Da ist keine Ordnung, oder? Ihr tut ja das, was ihr für richtig haltet. Und wenn wir das Leben auf ein Stück Papier zeichnen würden, über die letzten 50 Jahre, 30 Jahre, wie würden eure Linien über die Weltkarte verlaufen? Könntet ihr euch an jeden einzelnen Urlaub erinnern, wo ihr wart? Wo seid ihr hingeflogen, wo seid ihr hingefahren? Wen habt ihr besucht? Dann kommt sowas raus dabei. Wenn ihr anderen Menschen dazu macht, sieht das genauso aus. Da sind wir schon bei einer spannenden Frage, weil was ist das, was uns antreibt? Was ist das, was uns leitet? Was ist das, was uns mit Gedanken versorgt? Was ist das, was uns ein Ziel gibt? Was ist das? Und damit sind wir im zweiten Weltbild. Und das zweite Weltbild ist dargestellt oder ausgedrückt durch die sogenannte Charakteristik des Wie etwas ist. Charakteristik ist etwas, das kann man mit Eigenschaften bezeichnen zum Beispiel. Ich habe das schon oft gesagt, wenn ihr rausgeht und guckt raus, dann werdet ihr Bäume unterscheiden können anhand ihrer Charakteristik. Das ist Materie, aber es gibt eine Möglichkeit der Unterscheidung. Rosen werdet ihr nicht so einfach pflücken. Ihr werdet euch genau überlegen, wo ihr anfasst, damit ihr euch nicht wehtut. Und diese Rose kommuniziert über eine andere Charakteristik. Eine Sonnenblume tut das nicht und eine Tulpe auch nicht. Dort kommt auch die Symbolik dazu. Symbolik ist etwas, das im zweiten Weltbild ja eigentlich das zweite Weltbild ist. Weil Symbolik ist etwas, das hat mit uns zu tun. Wer von euch hat ein Symbol, wo er glaubt, das passt zu ihm? Was hast du für eins? Ein Schmetterling. Noch jemand? Eine Schildkröte. Was hast du? Ich habe eine Sonne. Aus irgendeinem Grund. Das macht man einfach. Ja? Symbole sind etwas, die sagen euch manchmal auch etwas. Symbolik ist etwas, das findet ihr im Verkehr. Wenn ein Verkehrsschild dasteht, ist das ein Symbol. Und dieses Symbol kommuniziert mit euch. Zur Symbolik zählen auch die Zahlen. Zahlen sind auch Symbole. Wenn du über Zahlen nachdenkst, dann weißt du, dass hier eine bestimmte Anzahl an Flaschen auf dem Tisch steht. Es ist eine bestimmte Anzahl an Menschen hier. Eine bestimmte Anzahl an Worten wurde heute schon gesprochen. Eine bestimmte Anzahl an Vorträgen haben wir heute erlebt. Auch das ist etwas, was zur Charakteristik gehört. Hätten wir nur einen Vortrag, dann könnten wir ja schon nach Hause gehen. Aber es sind eben 16 oder 17. Und wir haben einen Ausdruck dafür. Das ist eine Symbolik. Das analoge Denken ist etwas, was tatsächlich auch in die zweite Welt gehört. Und analoges Denken, das ist ganz, ganz weg vom Verstand. Analoges Denken ist etwas, das kommt aus euch heraus. Da sind wir dann ganz schnell bei dem Wort Intuition. Und Intuition, alles das, was in euren Gedanken irgendwie einen Sinn ergibt, wo ihr manchmal nicht erklären könnt, warum das so ist, schaut mal nach, ob es irgendein Symbol gibt, was das Ganze irgendwie ausdrückt oder was es sogar anleitet. Und auch da ist etwas mit Carl Gustav Jung zusammenzubringen,
Weil genau dieses Weltbild im Sinne der Intuition, im Sinne der Symbolik, hat dann etwas aufgemacht, was das Feld der sogenannten Archetypen ist. Wisst ihr, was Archetypen sind? Archetypen sind Symbole. Symbole, die in einer Art Eindeutigkeit stecken. Und es kommt immer darauf an, wo man Archetypen sucht. Es gibt ganz viele Archetypen. Es kommt immer darauf an, aus welcher Ecke ihr auf Archetypen schaut. Es gibt Archetypen von Jung, da gibt es 12 Stück. Es gibt aber auch welche von Oswald Wirz, die sehen so aus. Ganz einfach. Das sind Ursymboliken, Archetypen. Kennt ihr diese Symbole? Wer von euch hat eine PlayStation zu Hause? Die sind auf der PlayStation drauf, auf dem Controller. Ja? Die sind da nicht zufällig drauf. Das da ist eine Art Urbild für die Zusammensetzung oder für den Aufbau der Materie. Ihr werdet jede Art dieser Form in der Materie immer wieder entdecken. Ihr habt den Bogen, ihr habt den rechten Winkel, ihr habt das Dreieck, das Kreuz. Wenn ihr rausguckt und versucht, einen Baum darzustellen, dann kommt ihr an diesen Formen nicht vorbei, weil immer alles da ist. Das sind die Grundformen, wie die Erde, die Welt, die Materie aufgebaut ist. Und symbolhaft kann man das über diesen Weg darstellen. Gibt es jemanden von euch, der Albträume hatte als Kind? Gab es dort Formen, die euch verfolgt haben? Habt ihr Formen gesehen? Wer hat Formen gesehen? Was für Formen, Steven? Was für Formen? Kreise. Wer hat Kreise gesehen in seinem Albtraum? Wer hat Dreiecke gesehen? Dreiecke? Dreiecke. Quadrate? Ich hatte Quadrate. Ich wurde von Quadraten verfolgt. Kein Scherz. Wie kommen diese Bilder in das Bewusstsein? Wie alt warst du da ungefähr? 8? Ja. Kommt hin. Manchmal hat man das, man kriegt das gesendet, man kommt da irgendwo her. Ich meine, wie willst du das erklären? Warum hast du Dreiecke oder Kreise im Kopf? Und wo kommen die her? Das sind Grundformen, die sagen euch etwas. Das hat etwas damit zu tun, ob euer Leben in irgendeiner Form mit einer Bestimmung gesegnet ist oder nicht. Das heißt es nicht, wenn du keinen Archetypen hast, dass du keine Bestimmung hast, das stimmt nicht. Aber bei manchen Menschen outet es sich über diesen Weg. Ja, es ist einfach so. Die von Jung sehen so aus. Da gibt es dann Namen dazu. Hier gibt es den Herrscher, den Schöpfer, den Unschuldigen, den Weisen, der Entdecker, der Rebell, der Zauberer, der Held, der Liebende, der Narr, es ist gut, dass die beieinander stehen, der Jedermann und der Beschützer. Die 12 Archetypen von Jung. Auch etwas, wo man sagt, es ist eine Art Verbildlichung von emotionalen Grundzuständen, die man eventuell drinne hat, die einen dann anleiten. Aufgrund des Archetyps gestaltet sich dann die Qualität einer Beziehung. Aufgrund des Archetyps gestaltet sich dann manchmal auch das berufliche Fortkommen. Das, was man für sinnvoll erachtet in seinem Leben. Wo ist der Luftballon? Wo? Immer weitermachen. Das dritte Weltbild hat nichts mehr mit den ersten beiden zu tun. Das dritte Weltbild ist tatsächlich Licht. Und ich möchte zum Licht mal kurz einen Text einblenden. Und dieser Text, der hat es in sich. Dass man sich einfach klar macht, dass das, was man selbst ist, oder das, was man in sich selbst trägt, etwas damit zu tun haben muss. Es geht gar nicht anders. Wir reden so oft über das Zeugungsfeuer. Wir reden so oft über Lichtqualität, über göttlichen Funken, über, ja, du bist ein Lichtwesen. Habt ihr bestimmt schon gehört. Wo kommt das alles her und warum gibt es diese Informationen? Ich möchte euch einen Text zeigen, der ist ziemlich alt. Dieses Licht heißt es, es ist unter anderem das Mark im Menschen. Das Mark wird von Knochen umhüllt und dieses Mark ist eben dieses Licht. Nicht damit zu vergleichen, sondern in dem Zustand in der Welt, in dem wir das Körperliche nennen, ist es das Licht. Dort äußert es sich so. In einem anderen Zustand äußert es sich wieder anders. Es wird stets nicht nur angedeutet, sondern auch sehr klar gesagt, dass beide miteinander identisch sind. Das Licht ist also nicht nur eine Frage des sichtbaren Lichtes, des Lichtes vom Himmel, das wäre dann alles.
Nein, das Licht ist hier bis in die Bausteine, die Bauelemente des Menschen hinein, findet sich das Licht. So ist also das Licht auch in die Erde gesät. Das ist etwas, was mit unserem Verstand nicht kompatibel ist. Ich habe ja schon gesagt, es gibt keinen empirischen Beweis dafür. Aber wenn alles Licht ist, dann ist das, was hier ist, auch Licht. Dann bin ich Licht, dann bist du Licht und du und du und du und du. Nur in einer anderen Form. Eben auskristallisiert. Und wenn man das so annimmt, so wie ich es gerade gesagt habe, dann ist das etwas, wo man dann merkt, dass das Licht offensichtlich eine Richtung hat. Wenn es einen göttlichen Funken gibt, und den gibt es, dann sagen wir oft, das ist das Seelenlicht. Und irgendwoher kommt ja dieser göttliche Funke. Wenn wir das Zeugungsfeuer als eine Wahrheit annehmen, dann ist genau das die Aussage. Der göttliche Funke ist das Seelenlicht. Und das Seelenlicht assoziieren wir immer mit dem Himmel. Wir denken immer, es ist irgendwo da oben, oder wir kommen von da oben, oder die Engel sind da oben, der liebe Gott ist da oben. Es ist immer da oben. Ja? Und es gibt ja auch ein Himmelslicht. Und Sonne, wie wir heute Morgen gehört haben, ist immer Gott. Seelenlicht, Himmelslicht. Wisst ihr, was sehr spannend ist, wenn man sich so an die Sache heranarbeitet? Dann kommt man an ein Thema. Und das Thema ist die sogenannte ursprüngliche Astrologie. Ich weiß nicht, wir haben hier bestimmt ein paar Experten sitzen, die sich im astrologischen Bereich wunderbar auskennen. Aber ich möchte heute ein kleines Experiment wagen, deswegen fliegt auch dieser Luftballon hier durch. Ja? Wir werden da gleich noch drauf zu sprechen kommen. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Astrologie funktioniert nämlich nur unter Verwendung des Zeitsystems. Wir haben aktuell ein Zeitsystem, das ist der sogenannte gregorianische Kalender. Wir haben heute den 15.07.2023. Und wenn wir ein Geburtshoroskop erstellen, dann nutzen wir genau diese Angabe unter Hinzufügung der Geburtsstunde und der Geburtsminute. Das heißt im Klartext, dass dieser Kalender jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde mit einer Zahl beschreibt. Es ist eine Zahl. Und diese Zahl sagt etwas aus. Anhand der Zahlen kann ich die Planetenkonstellationen berechnen. Ich weiß, in welchem Haus die Sonne ist. Ich weiß, welche Aspekte plötzlich wirken. Das weiß ich alles. Aber ich brauche die Zahl dazu. Ich brauche den Kalender. Hätten wir dieses Zeitsystem nicht, dann könnte die Astrologie gar nicht funktionieren. Was wolltest du denn dann auf deinen tollen Berechnungsprogramm im Netz eingeben, um dein Geburtshoroskop herauszukriegen? Du kannst ja gar nichts reinschreiben. Also brauchst du die Zahl dazu. Du brauchst ein Symbol. Sonst funktioniert das nicht. Ich habe mir in den letzten Wochen wirklich Gedanken gemacht über dieses Zeitsystem. Und ich glaube, dass das, was da geschaffen worden ist, das muss man sich einfach mal klar machen. Ein gregorianisches Zeitsystem in der Form, dass wir heute klipp und klar sagen können, es ist der 15. Juli 2023 und wir haben jetzt 20 Uhr Dingenskirchens, keine Ahnung. Und die Sekunde. Etwas so Komplexes, so einfach darzustellen. Wisst ihr, wie viel Zeit, wie viel Mühen es gekostet hat, diesen Kalender herzustellen? Was die alles anstellen mussten, um das so exakt wie möglich herauszukriegen, damit wir in der Lage sind zu sagen, dieser Nummer, die heute an diesem Tag gilt, ist eben richtig. Und wir nehmen das ja auch so an. Wenn wir über den Juli sprechen, wissen wir, dass wir mit 30 Grad rechnen dürfen. Oder du bist in Deutschland, da regnet's. Meistens, wenn WM ist. Astrologie funktioniert nur unter Verwendung des Zahlensystems. Lass dir das weg, funktioniert sie nicht mehr. Geht nicht mehr, weil es das entscheidende Kriterium nicht hat, um die Berechnung durchzuführen. Und ursprüngliche Astrologie, das ist etwas, da muss man ganz klar sagen, das gibt es schon viel, viel länger wie den Kalender. Das da ist ein Horoskop von was weiß ich wann. Das ist uralt. Das da auch. Wir kennen das heute so. Aber das da ist ein Ausdruck einer Zahl. Das da stellt eine
Geburtsminute da, in einer Stunde, in einem Tag, in einem Jahr, unter einer bestimmten Sternenkonstellation. Das heißt, die Zahl muss verwendet werden, um das Geburtshoroskop und somit auch die Einschätzung dessen durchführen zu können. Ohne Zahl unmöglich. Astrologie ist die Beschreibung der Lichtzusammensetzung eines jeden göttlichen Funkens. Was meine ich damit? Ich meine damit Folgendes. Wenn du heute Abend in den Nachthimmel schaust, dann kannst du dort Licht sehen, Sternenlicht. Und dieses Sternenlicht strahlt auf diese Erde. Ich gehe jetzt gerade nochmal zurück und ich möchte euch mal was sagen. Fällt euch da irgendwas auf? Da. Speziell da. Da. Das ist das Deutlichste, das da. Fällt euch da irgendetwas auf? Es gibt einen Planeten, der ist da nicht drauf. Die Erde. Die fehlt. Die ist nicht da. Die wird nur durch geografische Daten angegeben, als Grundstock. Ja? Auch wieder eine Zahl. Mit Minuten und Sekunden. Die Erde ist nicht drauf. Hier kreist alles um die Erde. Das hatten wir doch schon mal. Lichtzusammensetzung, was meine ich damit? Wenn du da oben einen Jupiter hast, einen Saturn, einen Mars und diese Elemente mit Licht auf die Erde strahlen und ihr euch klar macht, dass das da oben in einer ständigen Bewegung ist, dann ändert sich die Lichtzusammensetzung oder die Strahlungsintensität dessen, was an Licht kommt, immer wieder durch die Bewegung der einzelnen Gestirne. Die Tatsache, dass die Sternbilder von Ost nach West sich über den Horizont drehen, ändert auch das Licht, weil es ist ja etwas anderes zu sehen, also kommt ein anderes Licht auf die Erde. Und das wiederum sorgt dafür, dass die Lichtzusammensetzung zu jeder Sekunde eine andere ist. Und das erlaubt die Unterscheidung über die Astrologie, sonst würdet ihr die Zeit nicht zur Grundlage nehmen. Das Licht ist die Zusammensetzung, oder anders, der göttliche Funk ist die Zusammensetzung des gesamten Lichts, was in euch ist, zu eurer Geburtssekunde. Und das ist die Qualität eures göttlichen Funkens. Es ist ein Abbild von oben, auskristallisiert unten durch den Menschen. Es kommt von oben und es zeigt sich hier unten. Unter Nutzung der Zahl. Ihr seid der Träger des göttlichen Funkens, weil ihr hattet ein Zeugungsfeuer. Und dieses Licht strahlt jetzt im Moment hier in dieser Halle, auch wenn es ein bisschen warm ist. Und das Ganze ist ebenfalls auch im Bereich des Kollektivs zu finden. Stellt euch mal vor, haben wir hier Sternzeichen Waage? Wer ist Sternzeichen Waage? Wer ist Sternzeichen Stier? Oh. Wer ist Sternzeichen Löwe? Wer ist Sternzeichen Wassermann? Wer ist Fische? Wer ist Widder? Alles Lichtzusammensetzungen. Das war das Lichtbild, was ihr hattet in dem Moment, als ihr auf die Welt gekommen seid. Wie oben, so unten. Und das ist das Prinzip des bewussten Lebens auf der Erde. Das heißt, wenn der göttliche Funke in euch ist, ihr einen Antrieb bekommt, um durch dieses Leben zu laufen, durch dieses Leben zu gehen, so wie vielleicht in dem ersten kleinen Video, sich in dieses Chaos der Materie hineinzubewegen, um dort das Leben zu meistern, angetrieben von etwas, was dich interessiert, wo du sagst, das interessiert mich oder das möchte ich wissen oder das ist etwas, was ich brauche, dann fragt euch, habt ihr einen Archetypen in euch drin? Sagt euch irgendetwas, was ihr tun sollt? Kommt da irgendeine Information aus eurem Unbewussten? Und wenn ihr euch diese Frage stellt, dann könnte es sein, dass tatsächlich eine Antwort kommt. Die dritte Welt, dieses Licht, hat eine Eigenschaft. Diese Eigenschaft ist ganz einfach zu beschreiben. Es ist einfach.
Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es gibt kein Plus, es gibt kein Minus. Es ist einfach. Wenn du in den Himmel guckst, dann wirst du nie sagen, das Sternzeichen da oben ist ein gutes Sternzeichen oder es ist ein schlechtes Sternzeichen. Habt ihr sowas schon mal gesagt? Das ist eine gute Sonne oder eine böse Sonne, das sagt die Bildzeitung. Das ist ein guter Mond, das ist ein schlechter Mond. Hört ihr sowas? Würdet ihr euch sowas selber sagen? Bewertet ihr das da oben? Nein, das tut ihr nicht. Ihr nehmt es einfach als gegeben hin. Dort gibt es keine Polarität und auch keine Dualität. Dort gibt es nur, das ist so. Und das kann man tatsächlich mit dem Wort Harmonie beschreiben. Weiß jemand von euch, was Harmonie bedeutet? Dachte ich auch. Das Wort Harmonie stammt aus dem Griechischen Harmonia und bedeutet Fügung. Huch. Fügung. Deswegen sagen wir auch manchmal, es ist aus den Fugen geraten. Dann ist es disharmonisch. Fügung. Fügung hatten wir schon mal. Fügung ist etwas, das läuft automatisch ab. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das ist das, was ihr da draußen seht, wenn die Sonne untergeht und wenn sie wieder aufgeht. Dann fügt sich das. Der Wald da drüben, der wächst einfach so, weil er so wachsen soll. Es fügt sich. Kein Baum wird mit einem anderen Baum einen Streit anfangen. Es ist immer in der perfekten Harmonie. Es ist Fügung. Harmonie bedeutet Fügung. Und Fügung ist etwas, das ist aus meiner Sicht das göttliche Prinzip, wenn sich die Dinge fügen. Und wie oft habt ihr schon festgestellt, dass sich Dinge fügen? Und wie ist das abgelaufen? Ist es dann abgelaufen, wenn ihr versucht habt, was zu reglementieren oder zu regulieren? Oder wenn ihr versucht habt, was zu kontrollieren, hat sich dann was gefügt? Oder sind die Dinge einfach so geworden? Wer ist für einfach so? Aha. Demokratische Mehrheit. Harmonie, wenn ihr das Wort prüft, dann kommt ihr an einen sehr interessanten Punkt. Und wir werden gleich uns mal das Wort Harmonie genau anschauen. Das ptolemäische Weltbild war in der Genauigkeit seiner Bahnvorhersage, wir sind immer noch bei den Sternen, dem heliozentrischen Weltbild des Nikolaus Kopernikus überlegen. Ich bitte euch, das steht auf Wikipedia. Dieses Weltbild war dem heliozentrischen Weltbild von Kopernikus aus dem 16. Jahrhundert überlegen. Das ptolemäische System wurde um 1600 durch das ebenfalls noch geozentrische tychonische Weltsystem abgelöst. Danach befindet sich die Erde fest im Mittelpunkt des Weltalls, dem Zentrum Mundi, alle anderen Himmelskörper, Mond, Sonne, die fünf damals bekannten Planeten und der Sternenhimmel bewegen sich in kristallenen Sphären auf als vollkommen angesehenen Kreisbahnen um ihren Mittelpunkt, Centrum Deferentis. Bei der Herausbildung des ursprünglichen handwerklichen Begriffs in der Antike bezog sich Harmonie auf das Bleiben in der Tonart und auf Erscheinung der Symmetrie im Sinne von Klang. Aber Harmonie taucht auch in diesem alten Weltbild auf. Habt ihr das schon mal gesehen, wie dieses alte Weltbild funktioniert? Ich zeige euch jetzt mal ein Bild von Harmonie. Und dann fragt euch mal, ob eine Kreisbahn um eine Sonne, die mit einem Affenzahn durchs Weltall rast, so etwas hervorbringen kann. Könnt ihr es sehen?
weiß nicht, wo das ausgeht. Sag's nochmal, das Weltbild war dem von Kepler überlegen. Es war absolut genau in der Berechnung. Absolut genau. Die Rückwärtsbewegung, Rückläufigkeit ist damit zu erklären. Das findest du auf einer Kreisbahn nicht. Jupiter, Saturn, Merkur, Mars, Venus, die Sonne. Erde im Zentrum. So ein Bild hat man schon mal gesehen, ja? Das geht so in die Richtung Lebensblume, kennt ihr das? So in die Richtung geht es, ne? Das ist der Hammer, oder? Das ist Harmonie. Das ist das, was am Himmel abläuft. Jeden Tag, jede Sekunde. Sofern man dem alten Weltbild noch einen Glauben schenken möchte. Also mir gefällt das wesentlich besser. Okay, reicht? Ihr könnt euch den Rest vorstellen, oder? Mal Licht wieder anmachen. So wurde behauptet, die Bewegung der Himmelskörper folge einer bestimmten harmonischen Zahlenverhältnisses und bewirke eine unhörbare Sphärenmusik. Laut Dornsife verstand man unter Sphärenharmonie die von den 7 kreisenden Planeten hervorgebrachte Tonleiter der Umlaufbahnen. Das gab's auch. Ich finde die Vorstellung äußerst schön. Wir haben heute so viel über Frequenzen gesprochen, auch über Musik. Ich kenne Menschen, die sagen, das Wasser, was im Meer den Nachthimmel gesehen hat, ist eines der besten, was es gegeben hat, weil es den Kosmos aufgenommen hat. Stellt euch doch mal vor, wenn das wirklich so ist, dann wären diese Frequenzen tatsächlich dazu da, das Wasser auf eine Art und Weise zu informieren. Vielleicht gibt mir der Rasmus sogar recht. Man lasse sich das mal durch den Kopf und durch die Gedanken gehen. Heraklit hat versucht, den Begriff Harmonie dialektisch als Einheit der Gegensätze zu fassen. Das Widerstrebende vereinige sich aus den entgegengesetzten Tönen, entstehe die schönste Harmonie und alles Geschehen erfolge auf dem Wege des Streites. Ein Streit ist dazu da, um ihn in Harmonie zu führen. Auch das ist etwas, was wir vielleicht manchmal vergessen. Ich finde das äußerst bemerkenswert, dass Harmonie zur Fügung führt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Die kosmische Ordnung ist in den Begriffen Harmonie, Ausgewogenheit und Balance zu finden. Wenn wir uns das Weltbild anschauen, so wie es mal war, und uns diese Struktur betrachten und die Bewegungsabläufe zusammenbringen, indem wir sagen, okay, da entsteht ein Bild, was in einer absoluten Harmonie, in einer absoluten Ausgewogenheit, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde, am Himmel sich abspielt und gleichzeitig auf die Idee kommen, dass das vielleicht die Zusammensetzung des göttlichen Funkens ist, der in uns ist, dann bekomme ich sehr, sehr schöne Gedanken. Das Leben an sich, im Zusammenspiel aller Ebenen, hat ein Ziel. Und das Ziel ist Harmonie. Das Ziel ist Harmonie, Ausgewogenheit, Balance. Wie oben, so unten. Das sind die hermetischen Prinzipien. Oder eins davon. Es gibt etwas, das führt euch von diesen Wegen weg. Und auch das hat ein Bild. Weil wie oben so unten ist ein Prinzip, wenn ihr verstanden habt, was Kosmos, Symbolik und Materie ist und dass die Auskristallisation eures Lichts hier auf der Erde genau den Auftrag zur Harmonieherstellung in sich trägt, weil es gar nichts anderes gibt,
dann muss man sich nur klar machen, was für eine Kraft wirkt denn, damit diese Disharmonie entsteht. Und diese Kraft weiß ganz genau, was sie tut. Die sieht so aus. Und was zeigt er euch? Er zeigt euch, wie oben, so unten. Darüber sprechen wir eigentlich schon die ganze Zeit. Lass dich nicht von der Vielheit verführen, nicht von der Materie. Vergiss nicht, was du bist. Vergiss dein Licht nicht. Denk auch mal dran, was für dich wichtig ist. Was brauchst du für dein Seelenheil? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Und wann warst du das letzte Mal glücklich? Und was hast du dafür getan? Hast du wirklich versucht, Harmonie in deinem Leben herzustellen? Hast du wirklich versucht, alles in die Ausgewogenheit zu führen? Oder gibt es da noch ein paar Punkte, die vielleicht noch zu klären sind? Und was passiert, wenn wir das klären? Was passiert, wenn die Harmonie da ist? Ich habe mir lange Gedanken gemacht, aber wenn die Vertreibung aus dem Paradies dadurch entstanden ist, dass Eva vom Apfel gegessen hat und sich die Erkenntnis über Gut und Böse verschafft hat, also auf Deutsch, die Entscheidung treffen muss in Zukunft, dann fragt euch doch mal, ob die Entscheidung, die wir tagtäglich treffen müssen, ob etwas gut oder etwas schlecht ist, diese ständigen Gedanken, dieses ständige Pendeln hin und her, ohne in eine Eindeutigkeit zu kommen, ob das wirklich das Paradies sein kann. Und ob es nicht viel einfacher wäre, das Leben so anzunehmen, wie es ist, wenn es in Harmonie wäre, hätten wir diese Fragen nämlich nicht, oder? Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist das Paradies. Die Verführung in der Materie, das Schaffen von Anziehungskräften, um euch von eurem Innersten wegzuführen, um eure Aufmerksamkeit nach auf etwas zu richten, was vielleicht durch ein neues Smartphone wichtiger erscheint als auf das, was für dich wichtig ist. Dass man euch mit Werbespots zukleistert von morgens bis abends, euch irgendwelche Nachrichten in den Kopf drückt über irgendwelche Kriege, über irgendetwas, was da draußen abläuft, worauf ihr sowieso keinen Einfluss habt, um das Gefühl zu bekommen, ihr seid dem Ganzen schutzlos ausgeliefert. Um Gottes Willen, ich kann sowieso nichts machen. Ich habe keine Politik mehr hier auf der Bühne, weil ich sie nicht mehr haben will. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann gar nicht mehr so viel essen, wie ich brechen möchte, wenn ich es sehe. Ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock auf Panzer. Weil auch wenn man dann redet und sagt, will das nicht haben, aber du zeigst es, dann informierst du trotz allem. Du schaffst das in die Welt, auch wenn du dagegen bist. So funktioniert Polarität. Die Störung der Harmonie, das Schaffen von Disharmonie ist sein Auftrag. Disharmonie herzustellen, wo immer es geht. Und Disharmonie entsteht, wenn man sich vom Harmonieprinzip der Fügung abkehrt. Disharmonie heißt, ich reguliere, ich kontrolliere, ich beeinflusse. Das ist Disharmonie. Fügung heißt, ich bin im Trauen. Und ich traue darauf, dass die Dinge sich fügen, weil sie werden sich fügen. Die Störung der Balance, das Pendeln, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Dieses Hin und Her und Hin und Her und soll ich oder soll ich nicht oder soll ich doch? Ah nein, ich soll nicht. Ah, ich lasse es. Nein, ich mach's. Ah nee, doch nicht. Wer kennt das? Ein paar schon, okay. Im Außen wie im Innen, Körper, gehört genauso dazu. Euer Körperzustand ist ein Sinnbild darüber, ein Ausdruck über euch selbst. Man sieht es, wie es euch geht. Man kann euch nur angucken. Ihr drückt es aus, euer Licht kann sich nicht verstecken. Es ist eure Gestik, eure Mimik, die etwas ausdrückt. Und du bist müde. Stimmt's? Ja, hast du gerade gesagt. Alles gut. Wenn ihr träumt, und ihr träumt von einem Zeit- oder Erlebnisgeschehen, ist das auch ein Ausdruck von wie oben, so unten. Zeit- und Erlebnisgeschehen führen euch in polare Welten. Wenn du einen Traum hast, in dem du vom Hochhaus fällst oder in einen Fluss ertrinkst oder einen Autounfall hast oder, dann ist das ein Erlebnisgeschehen. Das hat nichts mit Harmonie zu tun. Das sind Kräfte, die euch entfernen wollen. In der dritten Welt, im Licht, gibt es das nicht. Dort gibt es nur jetzt. Dort gibt es kein Plus, kein Minus, kein Erlebnisgeschehen, dort gibt es auch keine Zeit.
Zeit ist etwas, was sich ausschließlich in der ersten Welt abspielt. Könnt ihr sehen an dem Bewegungsprofil, diesem Chaos, was sich auf diesem Stück Papier ausgebreitet hat. Damit sind wir bei der Synchronizität. Synchronizität ist das Zusammenspiel der drei Ebenen. Das Wirken des Lichts durch Symbolik in der Materie. Das Wirken des Lichts durch uns hindurch auf dieser Erde. Synchronizitäten haben etwas mit Zeit zu tun. Die können über einen langen Zeitraum, über einen kurzen Zeitraum sich zeigen. Und sie funktionieren mit Symbolen. Wenn ihr Symbole regelmäßig wieder seht, dann sagen die euch etwas. Wer von euch hat Déjà-vus? Hallo? Fast alle? Was sagt euch ein Déjà-vu? Wisst ihr, was es mir sagt? Mir sagt es immer, du bist genau da, wo du sein sollst. Das Gefühl habe ich dann. Und es ist alles richtig. Seht ihr das auch so? Harmonie, Balance und Liebe. Das ist das, was sich am Himmel abspielt. Diese perfekte Bewegung, diese Vollkommenheit, dieses perfekte Ineinanderwirken der verschiedenen Energie- und Lichtkräfte, die da oben am Wirken sind, drücken Harmonie aus. Das ist sichtbare Fügung. Jetzt steht hier ein Wort. Gisela. Ich grüße mal meine kleine Tochter, die gerade zuschaut. Hallo Eliana. Ich möchte euch ein Beispiel geben für eine Synchronizität. Meine Kleine wurde geboren im August 2013. Und es war ein Geburtstermin angegeben, lieber Frank, so wie du das kennst, ja. Und es gab ein festes Datum und man hat dann sich langsam auf dieses Datum vorbereitet. Ja? Jetzt bist du natürlich mit der Namensgebung beschäftigt. Ja, und das fängt ja meistens schon früher an. Also wenn du einen Namen suchst für den Kleinen oder die Kleine, ja, und ich habe es mir nie sagen lassen, was ich kriege. Also kommt jetzt eine Tochter oder kommt ein Sohn? Ich wusste das immer. Ich weiß nicht warum. Ich habe es immer gewusst. Ich wusste, das wird eine Tochter. Also haben wir ausschließlich Mädchennamen gesucht. Und dann hatten wir einen und dann haben wir uns aber gesagt, wir sagen das keinem. Also diejenigen von euch, die beim ersten Mal Eltern geworden sind, die wissen vielleicht, warum ich das gemacht habe. Ja, weil wenn du deinen Namen ausgesucht hast, dann hast du es vielleicht der Schwiegermutter erzählt. Kennt das jemand? Das kannst du doch nicht machen, der kann doch nicht so heißen. Das sagen wir alles so zu dem in der Schule, das geht ja gar nicht. Oder spinnt ihr? Oder dann kriegst du noch so merkwürdige Vorschläge, der muss Joe, Jack, Chill heißen, was weiß ich, ein cooler Westernname, habe ich dann erlebt. Nein, danke. Wir haben beim zweiten Mal gesagt, wir sagen es nicht. Und dann hat meine Kleine einen Namen bekommen, der wurde dann innerhalb der Familie, wenn über sie gesprochen wurde, als sie noch im Bauch der Mama war, mit Gisela bezeichnet. Ja, also da wurde gefragt, wie geht's Gisela? Oh ja, alles gut. Ja. Es war immer nur Gisela, ja? Gisela. Okay, Synchronizität. Es kam, wie es kommt, das Kleine kommt irgendwann raus oder will raus. Und meine Kleine hat sich überlegt, ich komme ein bisschen früher, ungefähr 4 Wochen. Dann platzte die Fruchtblase und dann mussten wir recht schnell reagieren und sind eben in die Klinik gefahren. So, jetzt habe ich so ein Stück Autobahn, ja, und ich muss dann vom Land in die Stadt und fahre auf der Autobahn. Und ich dachte, naja gut, gibst mal ein bisschen Gas, ne, weil da ist auch keine Tempobegrenzung, kannst also richtig schön Stoff geben, bin gefahren. Und dann sehe ich schon von Weitem die Ausfahrt und ich sehe vor mir ein Auto, was auch in die Ausfahrt fährt. Es war abends irgendwann so 17 Uhr. Und je näher ich gekommen bin, dachte ich, scheiße, es ist eine Fahrschule. Oh Gott. Und ich fuhr so näher ran, ne, und jetzt ist das halt so. Wahrscheinlich gerade Prüfungsautobahnfahrt, keine Ahnung. Da ist da wirklich Strich 40, die, und du hängst hinter dem, musst in die Klinik, ne. Ich habe dann irgendwann auf das Auto geguckt und dachte, ich sehe nicht richtig. Das war die Fahrschule Gisela. Das kannst du jetzt nicht empirisch beweisen.
Aber warum fährt denn ausgerechnet dann, wenn Gisela meint zu kommen, die Fahrschule Gisela von der Autobahn runter und bremst mich ab? Warum? So nach dem Motto, jetzt komme ich. Oder ich bin auch da. Oder versteht ihr, was ich meine? Das ist so krass, wenn du das überlegst, dass du denkst, Moment mal, wie kann das denn funktionieren? Das ist aus einem bestimmten Grund passiert. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber es ist einfach passiert. Wahrscheinlich sollte ich langsam machen, weil es wurde ja gebremst, ja? Aus irgendeinem Grund. Gisela. Ich bin 3-4 Jahre später dann mal in die Stadt, war ich in der Stadt, und dann bin ich zur Fahrschule Gisela gefahren und habe dort mal die Geschichte erzählt. Die sind ja schon vom Stuhl gefallen. Und dann sagt sie, das gibt's gar nicht. Ich sage, immer wenn ich bei euch vorbeifahre und ein Auto von euch sehe, muss ich daran denken. Ja? Synchronizität. Synchronizitäten sind mächtige Energiefelder. Und sie kommunizieren. Sie kommunizieren auf eine ganz einfache Art. Und sie zeigen sich. Das hat nichts mit Logik zu tun. Ihr werdet das nicht logisch erklären können. Es gibt keinerlei Erklärungsmöglichkeit für das, was ich gerade beschrieben habe. Wie willst du das beweisen? Und deswegen hat Jung auch seine Forschungsarbeit eingestellt. Er hat gesagt, es lässt sich nicht beweisen. Es sind Bücher darüber geschrieben worden, was es ist, mit dem Ergebnis, ich kann es nicht beweisen. Das steht am Schluss drin. Solche Dinger. Aber es ist ein faszinierendes Thema. Und ich möchte euch noch eine Synchronizität zeigen. Oh. Die heißt Volition. W14 veranstaltet die Volition. 1-4. Wer von euch zieht die 14 ständig und immer wieder? Wer von euch zieht 1-4 ständig und immer wieder? Auf Autonummern, auf Häusern. Wenn ihr gerade eine Uhrzeit anguckt, wisst ihr, wie oft bei mir 14.11 Uhr ist, wenn ich was wegschicke? Oder 11.14 Uhr? Oder 11.40 Uhr? Oder 11.41 Uhr? Ich denke gar nicht nach, ich schicke die Sprachnachricht ab, oh, 11.41 Uhr. Oder ich habe was aufgenommen und es geht 41 Sekunden. Das ist so dermaßen oft, dass man nicht mehr von einem Zufall sprechen kann. Und ich möchte euch jetzt etwas zeigen, das könnt ihr selbst prüfen. Die erste Volition fand am 8. bis 10. Juli 2022 statt. Am 8. bis 10. Juli 2022, das sind 3 Tage. Die zweite Volition fand am 4. bis 6. November 2022 statt. Und die dritte war am 14. bis 16. April 2023. Jetzt könnte man denken, okay, der hat das geplant. Nein, habe ich nicht. Ich habe den 8. bis 10. Juli genommen, weil das Ashram tatsächlich dort ein freies Wochenende hatte. Ich habe den 4.11. genommen, weil ich dachte, ich nehme die 4.11, das passt perfekt zur Namensgebung. Und ich habe den 14.04. auch demselben Grund genommen. Das war der Gedanke, den ich hatte. Frank, ist gut, dass du da bist, ich brauche dich gleich. Die Tage vom 8.07.2022 bis zum 4.11.2022, also von der ersten bis zur zweiten Volition, sind exakt 120. Jetzt könnte man denken, okay, 120. Dir sagt die 120 schon was, oder? Gut. Die Tage vom 8.07. bis zum 14.04., also 22 bis 23, von der ersten bis zur dritten Volition, betragen 281 Tage. Und ich sage es nochmal, die Daten wurden aus den Gründen genommen, die ich gerade eben formuliert habe. Das zentrale Thema der letzten Volition war die Geburt. Das haben mindestens 6 Referenten über Geburten gesprochen. Der Frank hat das Thema zentralisiert. Ricardo hat es aufgegriffen. Wir alle hatten die Geburt irgendwie im Kopf. Es wurde über Geburten gesprochen. Geburt, Geburt, Geburt. Wenn du 120 Tage mal mit einer Schwangerschaft vergleichst, dann sind das exakt 4 Monate an der Schwelle zum 5.
Du wirst mir bestätigen, dass die Kindsbewegungen da spürbar sind. Was kommt da noch? Die Flamme wird verankert im Herzen. Vielen lieben Dank. Also ab dem 120. Tag, vierter Monat. Es sind 281 Tage von der ersten bis zur dritten. Eine Schwangerschaft dauert wie viele Wochen? 40. Das entspricht exakt der Zahl 40,14. Wenn du das durch 7 teilst. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr so eine Information kriegt, aber mir läuft es da eiskalt den Rücken runter. Ich denke, was ist das? Das kann doch kein Zufall sein. Geht nicht. Wo ist der Luftballon? Wer hat ihn? Eins, zwei, drei, du behältst ihn. Ich habe vorhin Zettel ausgegeben, da sollen Wörter draufgeschrieben, also sollten Worte draufgeschrieben werden, die den Menschen was bedeuten und eine Zahl. Ich bin jetzt am Ende des Vortrags. Die Manifestation der Harmonie im Außen. Ich weiß nicht, ob das Experiment funktioniert hat, aber du hast den Ballon jetzt gerade bekommen. Mach ihn kaputt. Das, was da drin steht, ist für dich. Es sagt dir etwas, es sagt dir vielleicht auch nichts. Es ist etwas, wonach du dich richten solltest oder vielleicht etwas, was du suchen solltest. Und die Zahlen, die drin stehen, vielleicht werden sie in deinem Leben eine Rolle spielen oder haben schon eine Rolle gespielt. Haben wir was getroffen? Okay. Können wir vielleicht kurz sprechen, oder? Gleich. Ja. Synchronizitäten manifestieren sich in uns und im Außen. Und wir alle sind ein Teil davon. Vielen Dank.